In der Aachener Stadtbibliothek ist am Nachmittag eine Ausstellung zum Thema Judenverfolgung eröffnet worden. Zentrales Thema ist dabei die Pogromnacht, die Zerstörung von Synagogen durch Brandstiftung vor 80 Jahren und die Verfolgung und Diskriminierung jüdischer Menschen in Aachen. Schülerinnen des Gymnasiums St. Ursula haben an der Ausstellung mitgewirkt. Dabei wird nicht nur zurückgeblickt, vielmehr geht es in Texten und Bildern auch um den Neubeginn der jüdischen Gemeinde nach 1945 und das jüdische Leben in Aachen heute. Die Ausstellung geht noch bis zum 1. Dezember. In Aachen